Grüße aus dem Wald. Mein Name ist Alvo und ich bin gerne in Natur unterwegs. Normalerweise geht das schon mit Komfortabstrichen einher. Es gibt aber ein paar Kleinigkeiten, mit denen man günstig sich draußen Komfort verschaffen kann, die man auch noch gut mitnehmen kann im Rucksack. Wenn euch das interessiert, dann bleibt da einfach dran. Um was soll es heute gehen? Es soll heute um Sitzgelegenheiten für draußen gehen. Keine ganzen Klappstühle oder Campingstühle, die es ja mittlerweile auch in transportablen Größen zum Zusammenstecken gibt, sondern es soll heute um kleine günstige Sitzunterlagen gehen. Zwei habe ich euch mitgebracht. Da sehen wir hier einmal die selbstgemachte Variante und hier einmal so eine zum Klappen, die es mannigfaltig zu kaufen gibt. Ihr werdet natürlich unten in der Videobeschreibung mehrere Links finden, denn dieses Video ist natürlich nur stellvertretend allgemein für solche kleinen Sitzunterlagen draußen. Dort gibt es in verschiedensten Preisspannen von 2 Euro bis 20 Euro fast alles, was das Herz begehrt. Ich bin ja eher der günstige Verfechter, aber man kann natürlich sich auch eine Thermarest-Unterlage nehmen oder etwas Ähnliches in der Richtung. Grundlage, wofür braucht man so ein Ding überhaupt? Das ist relativ schnell geklärt. Brauchen tut man es nicht. Es ist nur durchaus angenehm, wenn man zum Beispiel wie jetzt sehr nasse Zeit hat hier im Norden von Deutschland und natürlich auch sehr kalte Zeit, dass man sich nicht einfach so in Feuchtigkeit hereinsetzt. Ob das jetzt hier auf dem umgefallenen Baumstumpf ist, wie ich gerne mal mich aufhalte, oder auch direkt auf dem Boden. Das heißt, ein Sitzkissen soll uns vor Feuchtigkeit schützen, so wie diesen Regen, der gerade anfängt, soll uns aber natürlich auch gegen die Kälte isolieren von unten. Das heißt, wir brauchen meistens ein Kunststoffmaterial, was relativ bis sehr wasserundurchlässig ist, also uns die Nässe abhält, und natürlich auch noch am besten ein Material, das eingeschlossene Luftbläschen hat. Ihr kennt das vielleicht von einer Isomatte, einer Schaumstoffisomatte oder allgemein Schaumstoffen. Die sind nämlich genau dafür da, dass sie einen Luftpolsterchen haben, das sich dann nicht zu schnell abkühlt. So, Szenenwechsel. Das mega schlechte Wetter, ein Sturm, ein Schneeregensturm hat sich angebahnt, hat mich aus dem Wald vertrieben. Nachdem wir jetzt geklärt haben, was denn so ein Sitzkissen überhaupt für Vorteile bietet, können wir natürlich zwei einmal durchgehen, die ich für euch hier habe. Natürlich findet ihr die Links unten, das hatte ich euch ja bereits erzählt. Wir haben hier die einfachste und günstigste Möglichkeit. Was ist das? Das habe ich euch im günstigsten Ausrüstungsvideo schon mal angeschnitten. Das ist nichts weiter als eine dicke, zerschnittene Yogamatte. Das heißt, wenn ihr eine alte Sportmatte, / Yogamatte, zu Hause habt, die sowieso für nichts mehr gut ist, etc., kurz vorm Wegschmeißen ist, oder ihr schaut mal bei eBay Kleinanzeigen, ob da jemand seine für 3 Euro oder sowas loswerden möchte, dann könnt ihr so eine Matte zu 6 bis 8 Stücken zerschneiden, die ihr dann als eine Art Sitzkissen benutzen könnt. Vorteile: mega günstig. Günstiger geht es meistens fast gar nicht. Ihr könnt sie direkt auf eure Popogröße zuschneiden. Wir outdoor-begeisterten Männer haben ja meistens eine gewisse Popogröße. Und ihr könnt euch auch die Dicke aussuchen. Manche Sitzkissen sind zum Beispiel eher dünner gestaltet. Ihr könnt hier sagen, wenn ihr eine richtig dicke Yogamatte nehmt, dass ihr sozusagen auch im Hochwinter darauf sitzen können wollt. Nachteil ist, das Packmaß ist meistens nicht so gut, weil es wird eingerollt. Und wenn es eingerollt wird, dann hat das natürlich hier drinnen eine kleine Leerfläche, beziehungsweise will immer aufgehen. Packmaß natürlich dadurch nicht immer optimal. Andere Variante, relativ easy, faltbare Sitzkissen fertig kaufen. Kann man bestimmt auch selber machen, wenn man ein begabter Bastler ist. Ich glaube, bei den Preisen lohnt es sich nicht, das selber zu machen. Aber wenn man Spaß an sowas hat, go for it. Wir sehen hier, mega kleines Packmaß, aber die Matte ist natürlich auch deutlich dünner. Ne? Das war jetzt sogar schon doppelt gefaltet. Das heißt, hier sehen wir einfach gefaltet. Das ist eine mega günstige für etwa 2 Euro. Es gibt zum Beispiel den Klassiker von Thermarest. Der ist dann noch ein bisschen dicker und hat meistens so eine Art Wabenmuster etc., womit man noch mal ein bisschen Isolationsfähigkeit rausholt. Vorteil ist hier natürlich ganz klar das Packmaß. Nachteil ist fehlende Individualität und vor allen Dingen der Preis. Ich muss sagen, ich benutze am allerliebsten, obwohl ich so ein Faltkissen habe, das, was ich selber zugeschnitten habe aus einer Matte. Das hat einfach, ja, ich würde sagen, Nostalgie ist natürlich das falsche Wort, aber es hat einfach Individualitätsgründe. Dieses kleine Ding ausgeschnitten ist einfach etwas Besonderes für mich, ja. Es sieht nach nichts aus,
Aber es ist cool, das außen am Rucksack zu haben. Dadurch ist es natürlich unverwüstlich durch seine Zusammensetzung an Stoff etc. Es funktioniert super. Ich habe es 6 Stück daraus gleich schneiden können. Das heißt, meine Frau kriegt auch eins. Und wenn man mal draußen auf der Terrasse oder ähnliches sitzt mit Freunden, kann man das dann mal eben unterlegen. Kann man auch noch ein Rückenteil draus machen etc. etc. Deshalb ist mir das am allerliebsten. Ich kann aber auch gut verstehen, wenn man sagt, ah, ich hätte gerne ein besseres Packmaß. Deshalb nehme ich das kleine faltbare Kissen. Vielleicht habt ihr ja schon mal ein faltbares Sitzkissen selber gemacht. Das würde mich interessieren. Schickt mir doch sonst gerne mal einen Link zu eurer Arbeit. Ich hoffe, das kleine Video hat dir gefallen. Wie immer, alle Links findest du unten. Lass mir doch einen Daumen da und schreib mir gerne einen Kommentar für den YouTube-Algorithmus. Ich werde langsam vom Wind vertrieben und wünsche dir noch viel Spaß. Wir sehen uns bei den nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss, tschüss.